Die Stadt Piwa liegt im Nordwesten von Polen, 240 Kilometer östlich von Berlin. Bis 1945 gehörte Piwa zu Deutschland und hieß Schneidemühl. Im Jahr 1907 wurde dort eine große Lokomotivreparaturwerkstatt gegründet. Dieses Reichsbahn-Ausbesserungswerk wurde durch die polnischen Staatsbahnen PKP übernommen, als die Stadt zu Polen kam. 1989 gründeten hier die PKP und der deutsche Bahnenthusiast Hermann Schmittendorf die Bahnwerkstatt Interlok. Das Ziel war, weiterhin in Polen industrielle Reparaturkapazitäten für historische Transportfahrzeuge vorzuhalten, nachdem Dampfloks nicht mehr im täglichen Fahrdienst eingesetzt würden. Gegenwärtig wird Interlok durch private Anteilseigner aus Deutschland, Frankreich, Polen, Spanien, Griechenland, der Schweiz und Großbritannien unterhalten. Mit Finanzmitteln des französischen Kulturministeriums reparierte die Firma mehrfach Kessel für Dampflokomotiven, die klassifiziert sind als Monument historique, geschichtliches Denkmal. Die Gesellschaft konnte einzigartige technische Dokumentationen zu praktisch allen Baureihen von Dampflokomotiven zusammentragen, welche jemals in Polen fuhren, von preußischen Zeiten bis zu Loks aus Amerika. Fachwissen und beständiges Schulen junger Spezialisten machen Interlok zur richtigen Adresse, auch für schwierige Aufgaben. 1989, als Interlok startete, gab es im Reparaturwerk Piwa noch über 300 Facharbeiter für Dampfloks und ihre Kessel. Die Mitarbeiter konnten sich spezialisieren. Gegenwärtig beschäftigt Interlok etwa 20 Spezialisten, die Experten für bestimmte Bereiche sind, aber auch als Generalisten einsetzbar sind. Es gibt Ingenieure und Konstrukteure, die sich noch gut an die Zeiten der großen Bahnwerkstatt erinnern. Die Kooperation mit der deutschen Mallowa Bahnwerkstatt, einem wichtigen Anteilseigner, hilft zusätzlich, schwierige Aufgaben zu lösen. Es ist erfreulich zu sehen, dass die jüngsten Mitarbeiter in Piwa schon voll einsatzfähig sind. Wo in Europa finden sich 22-jährige Fachkräfte, die eigenständig neue Feuerbüchsen bauen können und dabei alle aktuellen technischen Regeln einhalten. Wenn gewünscht, kann ein Schmalspur-Speisewagen aufgebaut und eingerichtet werden. Oder Containerplattformwagen werden nach einem schweren Unfall neu revidiert. Diese spanischen Wagen und Drehgestelle wurden für die deutsche Brohltalbahn rekonstruiert. Auf Bestellung befasst sich Interlok auch mit kleineren Diesellokomotiven. Diese ehemalige Ziegeleilok erhielt nach Kundenwunsch ein luxuriöses Aussehen, einschließlich einer mechanischen Glocke made in Piwa. In Zusammenarbeit mit einem Partneringenieur bietet Interlok verschiedene Modelle von Fahrraddresinen und Handhebeldresinen für alle Spurweiten an. Die neuesten Konstruktionen beinhalten auch elektrische Hilfsmotoren sowie Fahrzeuge auf Gummirädern. Das Ziel ist das Angebot verlässlicher, sicherer und komfortabler Fahrzeuge in historischer Optik. Dieses dampfbetriebene Straßenfahrzeug von 1921 wurde ebenso komplett durch Interlok rekonstruiert, nachdem es über 20 Jahre in einer Scheune abgestellt worden war. Es gab keine Zeichnungen oder Beschreibungen, viele Teile fehlten. Doch die Interlok-Mannschaft brachte die Lokomobile wieder zur vollen Einsatzfähigkeit. Auch Dampfwalzen und andere landwirtschaftliche Dampfmaschinen wurden in der Vergangenheit komplett wieder aufgearbeitet. Wie üblich kamen diese ohne irgendwelche Zeichnungen oder Beschreibungen. Doch die Spezialisten in Piwa brachten sie erfolgreich wieder in den Dienstzustand. Die Hauptbeschäftigung für Interlok sind jedoch Dampflokomotiven aller Spurweiten und Größen. Aufgrund der begrenzten Arbeitsräumlichkeiten werden komplette Lokomotiven seltener repariert. Beispiele sind diese polnischen Schmalspurloks der Baureihen BX48 und LAS. Auch diese Normalspur-Dampflok der Baureihe Ticker T48 wurde durch Interlok revidiert. Der Kessel wurde in Piwa repariert. Der Zusammenbau fand beim Kunden statt. Eine starke Spezialisierung fand hingegen im Bereich Dampfkessel statt. Eine Besonderheit im europäischen Rahmen ist, dass weiterhin traditionelle Herstellungsmethoden eingesetzt werden. Interlok-Kessel arbeiten ohne wesentliche Reparaturen über mehr als 20 Jahre.
Wenn ein alter Kessel angeliefert wird, ist er selten mehr als Schrott. Korrosion zerstörte wichtige Komponenten. Hier sehen wir eine hoffnungslos korrodierte Feuerbüchse, deren Stehbolzen schon lange ihre Einsatzfähigkeit verloren hatten. Keine Chance, diese Elemente zu reparieren. Entweder müssen große Sektionen ersetzt werden oder, was oft auf Dauer gesehen billiger kommt, der gesamte Kessel wird neu hergestellt. Je nach Kundenwunsch kann ein neuer Kessel voll geschweißt, entsprechend der aktuellen Druckbehälterrichtlinie der Europäischen Union gebaut werden, oder aber Verbindungen werden in Alttechnologie durch Nieten hergestellt. Hier untersucht Interlok-Direktor Henrik Palschewski eine alte, abgenutzte Rohrwand. Hier sehen wir ihn mit demselben Teil als Neubau. Eine interessante Herausforderung war die Rekonstruktion dieser britischen Dampflokomotive aus dem Ersten Weltkrieg, die bis 1972 in Frankreich fuhr. Große Teile des Kessels wurden durch Interlok ersetzt, während Tender- und Fahrwerksarbeiten sowie die Endmontage bis zur Probefahrt bei Interloks deutscher Partnerwerkstatt Malowa stattfanden. Eine Lokomotive dieses Typs war einmal der Star in dem französischen Kinofilm Fantomas mit Louis de Funès. Hier sehen wir die Baugruppen einer anderen Fantomas-Dampflok auf dem Interlok-Gelände. Dieses Mal wurde der Neubau eines kompletten Kessels bestellt, selbstverständlich mit einem Maximum historischer Präzision. Korrosion und Kesselstein sind deutlich sichtbar. Diese Szene zeigt das Ausmaß des neuen Fantomas-Stehkessels und der Feuerbüchse. Es gibt viele Schweißnähte aufzubringen, natürlich durch zertifizierte Schweißer und geprüft durch unabhängige Laboratorien. Hier sehen wir den neuen Bodenring mit moderner Druckform. Wichtig ist, dass alle Abschnitte geschmiedet sind, nicht gefräst aus Flachstahl oder gebogen aus Halbröhren. Nur die Schmiedemethode sichert, dass die inneren Metallstrukturen nicht angegriffen werden, dass das Element stabil ist und nicht geschwächt wird durch elektrolytische Prozesse. Hier wird ein neuer Teil des Langkessels aufgebaut. Und nun bitte aufgepasst, wir sind Zeugen des Kümpelns seitlicher Rundungen. Der Fantomas-Kessel wird immer kompletter. Am alten Kessel ist zu sehen, dass die Feuerbüchse im oberen Teil breiter als unten ist. Deshalb kann der sie umhüllende Stehkessel beim Neubau nicht einfach von oben darüber gestülpt werden. Die obere Wandung kann erst nach umfangreichen Anpassungsarbeiten fest mit den Seitenteilen verbunden werden. Am Ende ist die Feuerbüchse vorsichtig von vorne einzuschieben. Danach ist die links im Bild aufgehängte Stehkessel-Vorderwand anzubringen und alle Teile werden mit Stehbolzen miteinander verbunden. Vorher sind alle Abstände gründlich zu prüfen und nötige Korrekturen durchzuführen. Hier das Reglerrohr. Die komplizierte Art des Zusammenbaus bedeutet in jeder Etappe äußerste Konzentration und bestimmt die Gesamtdauer der Fertigung. Musik
Hintergrund eine preußische T9 aus Bochum. Eine Prüfung durch den Kunden bestätigt, alles ist gut geworden. Die Rauchkammer mit eingebautem Überhitzer. Der neue Aschkasten für den Phantomaskessel. Und jetzt bekommen wir eine Lektion im Niethandwerk. Es beginnt mit der Vorbereitung der Nieten. Die perfekteste Neubaukopie eines genieteten Kessels ist natürlich ein genieteter Druckbehälter, weil alle relevanten Parameter dieselben bleiben. Ein geschweißter Neubau bedarf gewisser Abänderungen. Zwei zusammengenietete Sektoren haben unterschiedliche Durchmesser. Wenn sie durch Schweißnähte verbunden werden, müssen die Durchmesser gleich sein. Das wiederum fordert weitere Veränderungen in anderen Abschnitten. Auch ist ein moderner geschweißter Kessel schwerer als das Original, denn die EU-Kesseldirektive erfordert dann einen höheren Prüfdruck als früher. Daher müssen die konstruktiven Teile geschweißter Kessel aus dickerem Kesselblech bestehen als vorher. Im Gegenzug erhalten solche neuen Kessel das CE-Zeichen und dürfen in allen Ländern der Europäischen Union ohne zusätzliche Prüfungen in Betrieb genommen werden. Entsprechend den EU-Regeln ist für Interlock als sogenannte benannte Stelle der technische Überwachungsdienst TDT in Warschau tätig. Dieser prüft alle technischen Zeichnungen und Berechnungen und stellt sicher, dass der Kessel entsprechend diesen Dokumenten gebaut wird. Er prüft auch alle Materialzertifikate, die Mitarbeiter und die Firma. Am Ende erhält der fabrikneue Kessel den TDT-Kontrollstempel mit der Kontrollnummer des Abnahmeinspektors. Hier sehen wir weitere Kesselreparaturen. Dieser Stehbolzen leckt etwas und wird noch abgedichtet werden. Dieser Kessel wurde 1906 in Frankreich gebaut, doch große Teile des Kessels waren noch in gutem Zustand. Eine fabrikneue Rohrwand. Und die neue Feuerbüchse. Wieder eine Demonstration des Kümpelns. Die beste Stabilität und Langlebigkeit wird durch Hitze und Hammer erreicht.
Hier wird der fabrikneue Dampfkessel auf einen Lastwagen verladen. Für jeden Bogen Kesselblech gibt der Hersteller ein Qualitätszertifikat. Um die für die verschiedenen Kesselteile verbauten Bleche identifizieren zu können, erhält jedes Teilblech die Aufschrift der Stahlsorte sowie der Lieferpartie entsprechend dem schriftlichen Zertifikat. Zusätzlich setzt die im Betrieb für die Qualitätskontrolle zuständige Person neben die Beschriftungen ihren eigenen Kontrollstempel. Dies ist eins der Details, welche der Abnahmeinspektor vor der Zulassung prüft. Für Kontroll- und Waschzwecke benötigen Kessel mehrere Waschluken. Diese werden durch speziell konstruierte sogenannte Pilze geschlossen. Solche Ersatzteile aus eigener Produktion werden durch Interlock ebenfalls geliefert. Die Feuerbüchse einer polnischen PT-47 Express-Dampflokomotive. Vor einigen Jahren hatte diese deutsche Dampflokomotive einen schweren Unfall. Der Eigentümer bestellte einen neuen Kessel bei Interlock. Direktor Henrik Palczewski zeigt den alten Stehkessel und die Feuerbüchse sowie verschiedene Neuteile. Wiederum ist der Bodenring geschweißt und in Druckform sowie geschmiedet. Der hier gezeigte vorherige massive Bodenring war mit Stehkessel und Feuerbüchse durch Nieten verbunden. Selbstverständlich bietet Interlock auch diese historische technische Lösung an. Interlock in Piła, Ihre Adresse für hochkarätige Reparaturen und Neuanfertigungen historischer Transportmittel.